Vicky fragt, nichts Konkretes zu deiner aktuellen Position, aber nach welchen Kriterien hast du deinen ersten Arbeitgeber damals ausgewählt? Tatsächlich auch viel nach Team. Ja. Ich hatte bei meinem Arbeitgeber schon mal ein Praktikum gemacht, ja, und wusste so ein bisschen an einem anderen Standort, aber hatte eben so ein bisschen den Eindruck, wie die Leute da ticken und hatte das Gefühl, ich mag die. Und kannte dann Berlinerinnen und Berliner, die dort tätig waren, irgendwelche Freunde, die auch wissenschaftliche Mitarbeiter gemacht haben oder junge Anwältinnen oder Anwälte waren. Und habe eben gedacht, das könnte was Gutes für mich sein. Und im Grunde ist ja auch der erste Arbeitgeber so ein bisschen die Möglichkeit, mal reinzuschnuppern in die Kanzleiwelt und sich verschiedene Bereiche auch eben anzuschauen. Lukas möchte wissen, welche Voraussetzungen sollte ich ergänze mal, bei WIPOC für eine Referendariatsstation mitbringen? Ein erstes Staatsexamen. Das ist nicht schlecht, ja. Und im Übrigen irgendwie Interesse an dem Gebiet, ja. Mhm. Also sei es für die Fondsstrukturierung oder für den Bereich, den ich mache, mehr das Corporate M&A oder für Steuern, das sind unsere drei großen Bereiche. Ja, ein bisschen Interesse, einfach irgendwie ein bisschen Begeisterung für diese Themen und dann die Lust, das kennenzulernen. Ich weiß, es ist ein Klischee, aber wir müssen da kurz drauf eingehen, weil du hast es auch online über dich selber geschrieben und dazu kamen auch ein, zwei Fragen rein, nämlich diese Analogie Hockey und Teamwork. Ja. Ja? Wer hat den Puck? Tatsächlich spiele ich Feldhockey, da gibt es einen Ball. Das ist ein Ball beim Feldhockey, okay. Wer hat den Ball? Ja, jeder mal, wenn es gut läuft. Mhm. Ja. Also nicht so häufig der Torwart, wenn es der eigene zumindest, oder die Torwartin, wenn es gut läuft. Und sonst muss man sich den eben übers Spielfeld zuspielen, damit die Person, die vorne gut Tore schießen kann, ein Tor schießen kann. Gehen wir aber noch einmal von diesen personellen Themen ein kleines bisschen auf so ein Papierform-Thema, nämlich Noten. Ja. Sie sind bei uns immer noch sehr, sehr wichtig. Und Benedikt stellt eine entsprechende Frage. Welche konkreten Notenanforderungen stellt ihr an Bewerber, insbesondere dann unterteilt an Praktis, Referendare und Associates? Auch da ist es viel davon abhängig, ob die Person irgendwie Lust darauf hat, Interesse an dem Gebiet sozusagen zeigt und auch ins Team passt. Mhm. Ja. Miriam stellt folgende Frage. Ich habe im Praktikum bei einer Due Diligence mitgearbeitet und habe Sorge, dahingehend verbrannt zu werden, interessiere mich aber eigentlich für M&A. Was tun? Also Due Diligence machen wir auch tatsächlich, also in verschiedenen Konstellationen, also sowohl bei der Finanzierungsrunde, also wenn ein Unternehmen Geld einsammelt, möchte der Investor, wenn wir den Investor beraten, das Unternehmen vielleicht ein bisschen kennenlernen und ein bisschen gucken, ob da irgendwelche Risiken drin liegen. Ähnlich natürlich auch bei M&A, das kennt die Miriam sozusagen, wenn man ein Unternehmen kauft. Das heißt, ganz ohne Due Diligence wird es nicht gehen. Ich finde die Due Diligence aber tatsächlich auch interessant und spannend, ja, weil man so ein Unternehmen kennenlernt, gerade in der VC-Runde, also wenn man in der Finanzierungsrunde, bringt man ja Partner zusammen, die weiterhin dann zusammenarbeiten, der Investor und die mhm. Gesellschaft. Da kann man also sozusagen Probleme, die man erkennt, dann auch lösen, ja, mit den, eben gemeinsam. Und insofern ist das, glaube ich, ein ganz spannender Bereich, der aber natürlich mit zunehmender Seniorität auch weniger wird. Wie sieht denn das Bewerbungsverfahren bei euch aus? Habt ihr das strukturiert? Wie muss man sich das vorstellen? Du hast schon mal angedeutet, du bist mit deinem Team dort, machst ja. Das also wahrscheinlich nicht alleine. Genau, also ich glaube, dass wenn man eigentlich so arbeitet wie wir bei WIPOC, ja, das heißt an komplexen Transaktionen, dann ist das immer Teamarbeit. Mhm. Das steht für mich im Auswahlverfahren, im Bewerbungsverfahren auch im zentralen Mittelpunkt. Das heißt, es geht eigentlich darum, dass die Bewerberin oder der Bewerber das gesamte Team kennenlernt. Und damit meine ich jetzt auch nicht nur irgendwie die Partner und die Associates, sondern zum Beispiel auch unsere Assistenz oder auch unsere wissenschaftlichen Mitarbeiter und wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen, die meistens schon länger bei uns sind, weil sie irgendwie nebenher promovieren und dann ja. Auch mal ein, zwei Jahre da sind. Das heißt, man lernt immer das gesamte Team kennen und auch nicht nur in einem Termin. Ja, sondern es gibt immer verschiedene Termine, bei denen man sich trifft. Man geht im besten Fall auch mal miteinander essen, wenn die Bewerberin oder der Bewerber die Zeit hat. Ich glaube, am Anfang steht immer der Klassiker, man reicht ein Anschreiben ein mit einem Lebenslauf. Das wird dann von unserer HR-Abteilung ausgewertet und wird dann irgendwann an die Partner geschickt.
und die Partnerin. Ich zirkuliere das dann in mein Team, sage, was haltet ihr davon? Wir sprechen einmal kurz drüber bei einem unserer Jewel Fixes und dann folgt meistens sehr schnell eine Einladung. Warum bist du eigentlich in einer kleineren Kanzlei tätig? Wir kennen uns aus IMR Folge 49, 48 rum, müsste ich mal genau nachschlagen. Da warst du noch eine etwas größeren Einheit. Wie kam's? Ja, ich habe das, was ich jetzt mache, in der größeren Einheit auch schon gemacht. Und es hat mich dann einfach gereizt, in eine Spezialisierung zu gehen. Wir sind bei Bodenheimer extrem spezialisiert auf Disputes und Arbitration. Ich habe noch viel mehr Ansprechpartner auf der gleichen Ebene, Peers, mit viel mehr Erfahrung in diesem Bereich, mit denen ich mich austauschen kann. Ich habe also das Gefühl, weil ich meine Nische gefunden habe, kann ich, wenn ich in eine Kanzlei gehe, wo andere Leute in dieser Nische arbeiten, mich viel besser und weiterentwickeln, als wenn ich das als der Nischenvertreter in einer größeren Einheit mache. Ja? Mhm. Selbst wenn es dann da noch ein, zwei andere Leute machen würden oder werden, habe ich hier in der spezialisierten Einheit einfach viel mehr Ansprechpartner und kann besser wachsen. Mhm. Niklas fragt, macht das einen Unterschied, ob ich meinen LLM in Deutschland oder dem englischsprachigen Ausland erworben habe? Und das möchte er gerne von dir wissen. Mhm. Also wenn ich einen Bewerber sehe, der einen LLM in Deutschland gemacht hat, dann erwarte ich, dass das ein Studiengang war, der eine aufbauende Spezialisierung vermittelt hat. Wenn ich jemanden mit einem LLM aus dem Ausland am Bewerbungstisch sitzen habe, dann erwarte ich, und das ist dann in der Regel auch so, dass da Sprachkenntnisse mitgebracht werden und dass da jemand so ein Projekt, der Auslandsaufenthalt ist ja schon ein ganz schönes Projekt, das man angehen kann, so ein Projekt absolviert hat und auch hinter sich gebracht hat und so ein Projekt führen kann. Das soll jetzt überhaupt nicht werten, aber es sind klar unterschiedliche Erwartungshaltungen, wenn ich das in den Lebensläufen sehe. Minelli hat folgende Frage eingereicht. Ich habe gehört, dass Umweltaspekte bei der Mandatsgewinnung eine große Rolle spielen. Also nicht nur das Thema Diversity bei der Mandatsgewinnung, sondern eben auch das Thema ESG und Umwelt. Wie adressiert ihr dieses Thema? Ja, also nicht nur bei der Mandatsgewinnung. Also das ist eine Selbstverständlichkeit für uns, also insbesondere für mich. Ich bin in dem Bereich Umweltrecht auch tätig. Mhm. Ich habe einen Schwerpunkt im Bereich Recycling. Recycling von Verpackungen, Gestaltung von Verpackungen, sodass man sie recyceln kann. End of Waste, das heißt, wie werden Abfälle wieder zu Produkten? Das ist mein Spezialgebiet. Insofern ist mir das von großer Wichtigkeit, Thema Mülltrennung, im Kleinen im Büro, aber Mandatsgewinnung oder wie wichtig ist das für die Mandanten? Wir haben einen Chief Sustainable Council, das ist die Birgit Spieshofer, die macht das nicht erst seit jüngstem, sondern seit Jahrzehnten, publiziert auch sehr viel im Bereich Sustainability und Governance. Und man kann da übrigens auch Referendariat machen in dem Team und berichtet bei uns direkt an den Europe CEO, hat also hohe Attention. Wir haben monatlich Sustainability Calls für alle Mitarbeitenden, wo Case Studies vorgestellt werden, neuere Entwicklungen. Es spielt in der Mandatsgewinnung eine zunehmende Rolle. Wir müssen auch darüber berichten in vielen Pitches. Also das Pitches ist eine Bewerbung, die der Anwalt sozusagen macht, wo er sich vorstellt und sagt, warum sind wir eigentlich die, die ihr haben wollt? Ja. Und da ist ESG ein ganz großes Thema. Danke fürs Einschalten. Und in der nächsten Episode erfährst du, warum du dir deine Sauklaue abgewöhnen solltest. Bis dann.